Lockeres Geplauder, Erntewitz erzählen, über Vögel reden, Fähigkeit in Frage stellen, Krähen zu verscheuchen. So, du ärgerst jetzt die Vogelscheuche. Du hast echt Laune, mich zu ärgern. Warum? meine rechte Maustaste funktioniert nicht richtig anscheinend. Wir ärgern jetzt die Vogelscheuche. Vogelscheuche untersuchen. Über Vögel reden. Erntewitz erzählen. Wow. Was macht Shiva? Ein Buch lesen. Sie ist auf jeden Fall voll entspannt hier. Die Vogelscheuche, ey. Die macht sogar so. Die nickt mir zu. Was für eine Vogelscheuche hast du da gekauft? Die beste. Du meinst eine lebendige? Oder hast du einfach eine... Du hast einfach eine Person dahin gepappt. Gib's doch zu. Das ist ein angemalter oranger Kopf. Ja, wahrscheinlich. Nein, Shiro, ich habe kein handwerkliches Geschick, um eine Maus aufzuschrauben, um sie somit zu reparieren. Ich glaube, ich würde sie eher so zerstören, dass sie in meiner Hand nachher explodieren würde. Respekt, wenn du das schaffst. Ich schaff das. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Der Schneesturm ist zu Ende. Wir können wieder rausgehen. Wuhu. Dann mach mal deinen Schneeengel. Oh ja, Shiva macht einen Schneeengel. Shiva, die Schwangere, macht einen Schneeengel. Und Anachon baut einen weiteren Schneemann. Es wird meine Armee werden, meine Invasionsstreitmacht. Die Rockbärts werden die Welt beherrschen. Die Rockbärs. Shiva, wieso bringst du das Buch mit? Ja, toll. Du hast dich zu breit gemacht. Ich habe keinen Platz mehr für den Schneeengel. Ich mache das am Nee, besten hier so mitten nee, auf der nee. Straße. Genau, leg dich auf die Plumps. Straße. Moment. Yay! Voll der Schneeengel. Ist das nicht ein bisschen kalt ohne Hose? Ich glaube, ich muss sie mal umgestalten gleich. Sehr kalt. Ich stelle mir das ein bisschen kalt vor. Ja, sehr kalt sogar. Aber guck mal, es wird ein wunderschöner Schneeengel. Gleich ist zwar kein Schnee mehr da, aber es wird ein wunderschöner Schneeengel. Was hat sie denn hier jetzt? Schneemann gebaut. Okay, Schwangerschaft spielen im Schnee, ein Winterwunderland. Woohoo! Shiva ist unterkühlt. Ja, die ist grundsätzlich unterkühlt, das ist nichts Neues. Anachon aber auch, also von Nicht. daher. Ja, wir sind zusammen unterkühlt und sterben dran. Ah, was habe ich gesagt? Hört sie denn auch nochmal damit auf? Weil ich habe hier gar nichts mehr, um sie damit aufhören zu lassen. Die nächste Schleife, der ewige Schneeengel. Das wäre aber schlecht. Tja. Shiva, hör auf. Danke. Da, ein wunderschöner Schneeengel von Shiva. Jetzt machen wir hier mit dem Schneemann weiter und du bist müde. Was hast du denn da jetzt für einen gemacht? Die Schneemänner sind ja geil, ey. Na, und wie willst du den nennen? Henriette Suppenkasper. Henriette Suppenkasper. Begrüßt alle mit mir zusammen Henriette Suppenkasper. Boah, guck mal, er ist ja cool drauf, oder? Bei der Kälte. Oben ohne. Mit lustigem Hut. Lustigen Klamotten. Untenrum. Auf der Bank am Schlafen, ey. Es war schön mit dir. Nur die Harten kommen in den Garten. Ach, guck mal hier, er findet deinen Schneemann ganz toll und hat geklatscht. Und er friert. Wieso ist er so blau? Hey, du siehst blau aus. Du solltest nach Hause gehen. Angel hat schon wieder Hunger. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Wie oft hat denn Angel Hunger?
Wieso ist der Napf überhaupt schon wieder leer? Weil er was gegessen hat. Ach Mensch. Du trinkst schon wieder nur Kaffee. Shiva ist nur am Essen und Anachron trinkt die ganze Zeit nur Kaffee. Nee, das ist nicht ganz korrekt. So, mit Wasserballons füllen. Ja, da hast du schon deine Antwort. Ich nehme mal DT vom Englischen her. Genau, ich habe den Code vorab bekommen. Deswegen steht auch die ganze Zeit Game Changers da unten. Wobei, ich glaube, so langsam könnte ich das mal wieder rausnehmen. Was? Du willst EA die Werbung vermiesen? Das weiß doch jetzt eh schon jeder. Was kochst du denn da Schönes? Es riecht super im Flur. Gibst du mir was ab? Du wirst meine Gesellschaft zu schätzen wissen. Grüß. Nein. So, du hast hier Wasserbomben gemacht. Wasserbombenschlacht mit Shiva. Die Schwangere muss immer drunter leiden. Armes Turf. Ja, ich merke, wie viel Mitleid du mit mir hast. Und dein Hund will die ganze Zeit einen Hund kennenlernen. Ist ein extrovertierter Hund. Machen die das jetzt echt hier in der... Voll ins Auge, ey! Ey, das ist doch nicht zu fassen. Angel ist schmutzig, ja. Angel soll sich waschen gehen. Wie das war jetzt? Das Angel war ab ins Wasser. Das war jetzt die ganze Wasserballschlär. Wieso immer auf mich, Shiva? Du musst doch mal zurückschmeißen. Los, beschmeiß ihn. Los! Ey, ich streck dir die Zunge raus. Nee, 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 nee. Und werf aus der Entfernung daneben. It's a German stream, Jesus Carrillo, but if you have a question, I can answer it for you. No problem. Oh, kannst du das? Du hast es gerade verstanden, von daher du könntest es wahrscheinlich auch. Nein. Ich kann es vielleicht manchmal verstehen, aber ich kann es nicht sprechen. Hallo, Nachtblume. Hallo. Who's Robbie? Hat sie gesagt. Och, Mensch, Angel. Du gehst mir echt auf die Nerven manchmal. Ich meine, ich muss mich ja immer drum kümmern. Können wir jetzt mal hier die Wasserballschlacht abbrechen? Es ist ja alles nass geworden. Dann können wir jetzt hier nochmal zum 100. Mal, glaube ich, heute den Napf füllen. Du kriegst ja jetzt. Bitteschön. So, und danach wird sie gebadet. Wir müssen ja was machen. Da wird sich die Angel freuen. Kauft doch den Napf, den man mehrmals befüllen kann. Ja, das könnte ich natürlich auch machen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Dann ist da wenigstens immer Essen drin. Aber jetzt lasse ich sie erstmal essen. Außerdem muss ich, glaube ich, mal die Deko hier woanders hinstellen. Das ist irgendwie sehr unpraktisch. So. Da auf dem Tisch passt es schon mal nicht drauf. Sehr gut. Stellen wir das da hin. Und das passt auf den Tisch. Perfekt. Machst du gerade... Was mache ich gerade? Inneneinrichtung? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich bin schon fertig. So, du darfst jetzt den Hund noch baden. Ja, das Add-on wird erst am 22. freigeschaltet, also übermorgen. Wahrscheinlich so wie immer um 18 oder 19 Uhr bei Origin halt. Mit dem Update sind... Siehst du, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe die Glasdächer überhaupt nicht gesehen. Aber die kamen ja auch mit dem Update. Und wahrscheinlich dann bei Dach. Wieso? Anachron, was läuft falsch mit dir? Wieso machst du dir heute schon zum 100. Mal einen Kaffee, anstatt mal den Hund zu baden, Mann? Realitätsgetreu, was soll ich sagen? Also würdest du deine Hunde nicht baden und stattdessen dir lieber 10-mal einen Kaffee machen? Ich wollte nur darauf hinaus, wie viel Koffein ich teilweise zu mir nehme. Von den Hunden habe ich nichts gesagt. Na gut. So, okay, ich werde jetzt hier diesen super tollen Napf füllen.
füllen. Zeitplan festlegen. Alle 6 Stunden, ja, passt. Wo will denn Shiva jetzt hin? Sie ist verwirrt. Ich wollte gerade sagen, Shiro schreibt das schon wieder hier. Wenn ich die ganze Zeit müde bin, ist klar, dass ich die ganze Zeit Kaffee saufe. Guck mal, wie ich da durch die Gegend eiere. Lass mich halt mal schlafen. Mhm. Ja. Sie hört mir zu, Leute. Ich merke schon. Ich habe nur einen Schluck Kaffee getrunken. Ja. Ja, du darfst jetzt schlafen gehen. Moment, was war denn das für eine Musik? Ach so, Shiva ist am Dingensten, am Gucken. Was sagt denn unser Kalender? Wann ist denn hier das erste Fest? In 2 Tagen ist Silvester. Vielleicht wird unser Kind ja ein Silvesterkind. Hast du dir schon einen Namen überlegt? Du wirst ja bei der Geburt wahrscheinlich nicht dabei sein. Nur wenn es eine Tochter ist. Für einen Sohn darfst du bestimmen. Na toll. Ich krieg die schwerste Aufgabe ever. Mi. Nee, die können nicht sterben an Übermüdung. Dann fallen sie nur um. Genau. So, er ist ja jetzt schlafen gegangen. Der Hund ist jetzt auch endlich mal versorgt. Dann geht Shiva jetzt nämlich auch schlafen, nachdem sie ja alles aufgeräumt hat. Vor allem deine 20.000 Kaffeetassen weggeräumt hat. Gut, so schlimm bin ich dann nicht. In der Regel benutze ich sie mehrfach. Ach ja, gerade eben wollte ja ein Vampir schon wieder kommen. Ich bin gespannt, ob irgendwann nochmal ein Vampir kommt. Kannst du nicht einfach mal so ganz spontan irgendwie ein bisschen Knoblauch aufhängen an der Tür oder so? Das könnte ich, ja. Sag mal, ist es jetzt eigentlich schon wärmer und es ist immer noch kalt? Kann das sein? Dabei habe ich doch das Thermostat schon auf wärmer eingestellt. Oh. Oh, hier ist Streit. Richtig viel Krach. Wir streiten uns. Nee, die Nachbarn. Johnny Schwarz ruft dich an und lädt dich in die Bar ein, weil da Ritternacht ist. Willst du da hingehen? Nur wenn du mitkommst. Ich bin schwanger. Was hat schwanger mit Ritternacht zu tun? Wolltest du eine Rüstung anziehen oder was? Ja gut, dann komme ich halt mit. Na siehst du. Annika sagt, als Jungname Noah oder Nico, als Mädchen Kira oder Kim. Was sagst du dazu? Musst du was zu sagen. Tochter wäre Juna für mich. Juna. Seit Final Fantasy 10 schon klarer Wunsch. Und es klingt gut. Ah, Jungname ist immer so schwierig. Guck mal, hier ist gar kein Schnee mehr. Wo sind wir denn jetzt? Moment mal, wir sind ja wieder im Urlaub. Was machst du denn? Ich gar nichts. Ich dachte, also... Oh. Gute Erklärung, danke. Ich muss mich waschen. Ich gehe jetzt einfach Hände putzen und Zähne... Hände waschen und Zähne putzen. Hände putzen und Zähne waschen, genau. Ja. Aber nicht die Seife bei den Zähnen vergessen. Lady Braveheart, ich bekomme wahrscheinlich in 7 Wochen eine kleine Lilly. Oh, wie süß. Moment, hier geht's noch weiter mit den Namen. Amanda sagt Aiden, Nachtblume Luca oder Luna. Eisblümel sagt, keine Ahnung, Sean? Heißt das Sean oder wird das anders ausgesprochen? Benjamin, ja, Sean. David, Mark, Raphael und Linus oder Linus. Gibt so viele schöne Namen. Ich dachte, wäre hier eine Ritter- Luna finde ich auch nicht schlecht von Nachtblume. Ja, Luna ist auch schön. Aber ich glaube, da tendiere ich dann auch eher zu Juna. Yay! Wir sind uns einig. Hurra! Ja, im Spiel kann man das ja machen. Ach, im Echten. Nicht machen. Nee, im echten Leben kann man das nicht machen. Wieso nicht? Ja, du musst. Ich meine, im echten Leben muss okay. man. Okay! Okay, du hast es so gewollt.
Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Okay, also. Tochter wird Jule, aber wenn es ein Sohn wird, dann wird er Oktobert. Oktobert? Yeah. Dann kann ich ihn auch gleich Gottpower nennen. Wie du möchtest, ich wollte so vorschlagen. Solarfried. Leute, es regnet. Es regnet, Leute. Haben wir jetzt auch Regengeräusche? Ich glaube schon. Cool, es regnet. Nenn ihn Kratos, genau. Zu naheliegend. Also Shiro schreibt Luna, Maria, ich weiß nicht, Serena? Das Serena? Yui? Ja. Bei männlichen Namen muss er auch lange überlegen. Dante, wenn es ein Sohn ist. Dante. Ich mag Devil May Cry. Oh, ich habe Schulden. Okay, wir haben Schulden. Du oder wir? Du. Ich nicht. Guck mal, wie er hier am Tanzen ist. Wow. Wo sind eigentlich die beiden? Ich meine, wo ist Shiva? Was macht sie im Müll? Was? Okay. Im Regen spielen. Du kannst auch im Regen spielen. Komm, wir spielen mal im Regen. Lass uns im Regen spielen. Ich verstehe immer noch nicht, warum das die Ritternacht heißt. Nicht einer ist als Ritter verkleidet. Das hat überhaupt nichts mit Rittern zu tun hier. Hey! Das ist jetzt Spielen im Regen? Kira, sag ich schon. Shiva rennt im Kreis und du auch? Das ist Spielen im Regen. Das ist Spielen im Regen. Ich erzähle dir mal eine große Neuigkeit. Weil eigentlich habe ich das ja schon gemacht. Versuchen unter Mistelzweig. Oh, guck mal, es gibt im Regen Küssen. Oh. Das ist ja cool. Im Regen Küssen. So. Jetzt setzen wir uns erstmal hin. Vielleicht küsst es sich dann besser. Komm, beeilt euch mal mit dem im Regen Küssen. Im Regen Küssen. So. Ja. Yay, sie knutschen im Regen. Ich finde das lustig, dass es da so eine Option für gibt, ey. So. Was gibt's noch? Versuchen, unter Mistelzweig zu küssen. Ich glaube nicht, dass wir den hier gerade finden. Romantisches Geschenk geben. Ich glaube, Anachron ist eingeschlafen. Oh, doch nicht. Nein. Ich könnte dir einen analysierten Fingerabdruck schenken. Dankeschön. Oder analysierten Zeugenbericht habe ich auch noch dabei. Ich will ja nichts sagen, Herzblatt, aber deine Überraschungen, deine Geschenke lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Okay, wie wär's mit Dr. Weberknechts Spinnenschutzmittel? Immerhin praktischer als der Fingerabdruck. Ja gut, komm, dann schenke ich dir Dr. Dingsdabumster Spinnenmittel. Im kleinen Liebesgeschenk. Mit Herzchen. Oh, und du bist so verliebt. Ich bin enttäuscht. Und enttäuscht. Warum? Weil du mir verdammt noch meinen Fingerabdruck schenken wolltest. Oh, du hast mir eine Blume überreicht. Das ist aber nett. Ist zwar ein Klassiker und nicht allzu einfallsreich, aber besser als verdammte Spendenabwehrmittel.
Oh, Anachron hat Shiva ein Geschenk mit einer romantischen Nachricht überreicht. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Schatz, mein Heute, mein Morgen, mein Für immer, mein Alles. Das Geschenk befindet sich im Inventar von Shiva. Stimmt das? Vielleicht. Ach, ist das niedlich. So, du kannst jetzt erstmal noch andere Sachen machen hier. Das habe ich nämlich noch gar nicht mit dir gemacht. Bitten, Baby fühlen zu dürfen. Hallo, Krona, Corona. Schön, dass du auch dabei bist. Hallihallo. Ja, das Spiel kommt erst Freitag raus, aber ich habe einen Vorab-Key bekommen, um euch das Spiel hier schon ein bisschen vorzustellen. Und das machen wir halt auch die ganze Zeit. Das heißt, wir versuchen es. Wir lassen uns allerdings ständig ablenken. Irgendwie. Es passieren Dinge um uns herum. Genau, es passieren Dinge. Und wir machen auch bald eine Pause, weil du musst ja auch bald weg. Jetzt. So ziemlich, ja. Ich würde dann jetzt demnächst gehen. Ja. So, dann würde ich nämlich sagen, ich mache mal das Spiel auf Pause. Dann werde ich nämlich mal den Pausebildschirm wieder reinmachen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es kommt jetzt eine etwas längere Pause. Das heißt, der Stream läuft weiter. Ich werde euch einfach irgendwelche Musik im Hintergrund abspielen. Keine Ahnung was. Das kann von Sims sein, das kann von anderen Spielen sein. Ich weiß es noch nicht. Anachron wird uns dann leider jetzt verlassen. Aber trotzdem danke, dass du dabei warst. Und danach werde ich dann hier noch ein bisschen weiter spielen und dann müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich, wenn ich dann nach der Pause wieder da bin, werden wir unsere Klamotten packen, in ein eigenes Haus ziehen, dann das Haus ausbauen und gewisse Gegenstände aufbauen, wie zum Beispiel das Planschbecken und so weiter und so fort. Also, ja, nutzt die Zeit, um, keine Ahnung, euch was zu trinken zu holen oder sowas. Nutzt die Pause. Und dann würde ich nämlich sagen, bis nach Viertel nach acht, würde ich sagen. Ja, bis Viertel nach acht. Tschüss. Hui. Okay, bis später. Haut rein, Leute. Tschüss.